Die Fußballfreunde bekamen ja gestern beim Champions League Halbfinale 1,5 Stunden lang den Evonik-Schriftzug auf den Trikots der Dortmunder vorgeführt. Aber die meisten hatten wohl nur Augen für den erfolgreichen Sturmlauf der Borussen. Heute schmückte das Evonik-Logo auch den Platz unter der DAX-Tafel hier auf dem Parkett. Denn der Chemiekonzern hat nun nach 3 vergeblichen Versuchen endlich den Börsengang geschafft. Es war einer der größten in Deutschland seit Jahren mit einem Volumen von rund 2 Milliarden Euro. Die Kunststoffe aus dem Hause Evonik stecken ja in vielen Dingen, denen man es nicht auf Anhieb ansieht, vom Flugzeug bis zum Wolkenkratzer. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen einen Rekordgewinn von knapp 1,2 Milliarden Euro erzielt. Dennoch entschieden sich die Evonik-Eigentümer für einen Börsengang gewissermaßen durch die Hintertür. Die RAG-Kohlestiftung und die britische Beteiligungsgesellschaft CVC gaben aus ihrem Bestand 14,5% aller Evonik-Aktien nur an institutionelle Investoren ab. Kleinanleger blieben außen vor. Die RAG hält jetzt noch knapp 68% und CVC ca. 18%. Dabei sieht auf jeden Fall die RAG-Kohlestiftung ihr Evonik-Engagement als Dauerinvestment. Denn ihre Aufgabe ist ja, aus den Erlösen des Börsengangs und den künftigen Dividenden die dauerhaften Folgekosten des Steinkohlebergbaus zu bestreiten. Nun können Sie in Essen endlich das Thema Börsengang abhaken. Alles ist paletti. Die Aktien wurden zu 32,20 Euro das Stück ausgegeben. Damit beläuft sich der Gesamtwert des Konzerns auf 15 Milliarden Euro. Und heute wurde der erste Kurs mit genau 33 Euro festgestellt.